Boah! Zwillinge, Yay! sogar ein Pärchen Zwillinge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark mit dabei der Pla. Hallo. Der ist aber gerade in der Höhle da hinten. Ich wollte euch nur noch schnell zeigen, wie ich Asuna angemalt habe. Wenn sie sitzt, sieht es nicht ganz so toll aus, aber wenn sie halt fliegt, finde ich, sieht das ziemlich cool aus. Unten genauso. Nur hier vorne am Kopf, die kriege ich nicht weg. Ich habe es versucht, aber die ganz kleinen Federn hier unten, da kriegt man die Farbe nicht mehr raus. Keine Ahnung. So, und heute wird wieder Babys gemacht. Wir Genau. haben einen zweiten Säbelzahntiger gefangen. Den haben wir Shadow genannt. Und haben wir jetzt hier mit zusammen mit Black Widow eingesperrt. Ebenso den Hirsch Hendrik Lange und die Kuh Milka, wobei die Kuh Elsa fehlt irgendwie, keine Ahnung. Also wir haben irgendwie das komische Phänomen, dass wir mehr. Vielleicht ist er auch gestorben, das kann das, eigentlich kann es nicht sein, weil die haben hier genug zu essen, die haben hier einen Trog und so weiter. Attackiert werden können die hier drin eigentlich auch nicht. Aber wir kriegen auch keine Nachricht, wenn man sich anmeldet. Ich weiß nicht, vielleicht kennt einer von euch sich da irgendwie oder weiß, wie das funktioniert, dass wenn man halt offline ist und ein Tier stirbt und man meldet sich an, dass man dann halt einfach keine Nachricht kriegt. Also eigentlich würde ich hier mal davon ausgehen. Und die Pinguine sind jetzt auch alle groß geworden. Und jetzt haben wir die Hüte noch verteilt und am besten gefällt uns der Cowboy-Hut. Und hier sind drei Eier gelegt worden. Die sind sehr fleißig. Ja. Ist auch nur zwei. So, und hier ist auch noch eins weggekullert. Weil der Plan möchte ja unbedingt den Anglerfisch haben. Ja, ich würde mir den gerne zumindest mal angucken und da kann man sich ja ruhig einholen, oder? Ja, wenn man ihn unbedingt braucht. So, ja, jetzt setzen wir mal die ganzen Tiere hier auf Enable Wandering und dann lassen wir der Natur ihren Lauf. So, guck mal, die machen schon alle Liebe. So Schön. schnell geht es. Freut mich. Shadow ist schwarz und hat eine rote Mähne. Und den Namen Simon haben wir auch schon vergeben. Und zwar ist Simon ein Dodigerus. Und zwar ein Albino. Den haben wir schon gezähmt. Beziehungsweise der Name ist halt schon vergeben. Ja, und ich glaube, Black Widow hat keinen Bock. Ja, die kennt auch Shadow erst seit 2 Sekunden. Wobei die zwei ja kennen sich auch nicht wirklich. Die eine stand nur hier drin, der andere draußen. Müssen wir auch noch nachzeichnen, weil sich auch hier durch dieses Fell, was die Entwickler geändert haben, haben sich auch hier so ein bisschen die Maße geändert. Wohl. Ja. Ja, Shadow, geh mal zu Black Widow, das ist gut. Oder auch nicht. Dafür haben es aber gleich Milka und unser. Hey, schön stehen bleiben. Schön, ja genau, versperren den Weg. Versperren den Weg. Wobei, bei den Pinguinen klappt das ganz gut, also den Weg versperren, aber hier. Die schieben sich halt einfach zur Seite. Wenigstens dauert dieser Prozess hier nicht so lange. Ja, gut, wenn sie natürlich weglaufen und es von vorne anfängt, dann ist wieder entsprechend blöd. Ach, der ist da oben. Okay. Ja. Warte, geh weg, geh weg. So weit weg wie nur möglich. Jetzt geht's, jetzt kommen sie wieder, aber nur ja. Das dauert halt wieder ein bisschen. Hey, nicht schubsen hier. Genau, bleib da stehen. Sieht ganz gut aus. Da oben. Okay. Wir sind schon mal beim P.
Das war's. Oh Mann. Ja, ich denke, wir melden uns gleich nochmal wieder. Zumindest wenn es bei einem Paar funktioniert. Vielleicht müssen wir noch hier die Wölfe reinstellen, damit alles voll ist. Damit sie sich gar nicht mehr bewegen kann. Genau, ja. Ist aber gemein. Tja, Liebe ist manchmal gemein. Ach so. Ja, okay, wir machen jetzt einen Schnitt und sind dann gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Jetzt scheint es zu funktionieren. Wir haben hier einfach alles vollgestopft. Milka ist gleich soweit. Gleich passiert's und. Wo? Machen wir hier die Tür auf, damit. Ach so, die ist jetzt erstmal nur schwanger, gell? Genauso wie Black Widow. Jetzt auch geschafft. Jetzt können wir nämlich alle zurückstellen und dann melden wir uns, wenn die beiden so weit sind, dass sie ihre Kinder bekommen. Genau. Und dann schön jetzt noch auf das Enable. Ja, genau. Das nehme ich nicht. Warte mal auf, Wir haben mich hier hier zu übrigens die Tür offen schützen. gelassen, gell? Bei den Pinguinen. Toll, sehr sicher und so. Ja. Hallo? Ach so. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ciao. So, da sind wir wieder. Black Widow schmeißt gleich. Und man sieht ja auch hier unten ein bisschen den Bauch. Der müsste dann auch gleich weg sein. Das dauert nicht mehr lang. Und dann mal gucken, vielleicht werden es auch wieder Zwillinge. Oder Drillinge. Oder Vierlinge. Nee, ich glaube, es ist nur einer. Ne, ist nur einer. Pechschwarz. Jetzt aber schnell. So, Level Und die 100. heißt Ellie. Hast du was? Hast du Fleisch? Habe ich schon reingepackt. Okay, gut. Nicht das. Ach, und Mädchen ist es auch noch. Genau, passt doch, gell? Ist Noch die schnell süß. Disable Wandering. Du liegst auf hier drauf. Also bei mir sieht es so aus, als ob du voll auf hier drauf liegst. Man sieht die gar nicht wegen dem Gras. Ja, ich tue es mal hier. Komm, tun wir mal hier. Komm mal hier rüber. Bisschen näher, noch näher. Oh, süß, guck mal. Ist das krass, wie klein das ist, ne? Das ist ein Pinsel davor. Kann ich auch wegmachen. So, besser. Rutsch mal ein bisschen zurück. Mach mal das, mach mal das. Tu mal so. Genau. Okay, Milka braucht irgendwie länger, keine Ahnung warum. Ich nehme an, dass es auch mit den Tieren zu tun hat. Aber Dann die hat auch einen vielleicht. Bauch. Weil, eigentlich müsste sie ja, wenn es am Level liegt, müsste sie schneller vorankommen als Ding. Aber mein Gott, okay, so ist es halt. Ja, wir haben noch das. Ich lass mal Ellie mir nicht mehr folgen. Nein, hä? So, wir haben noch ein bisschen die Tiere überarbeitet. Also wir haben jetzt hier diese ganzen Problemchen da gefixt, die vom wegen dem Fell kamen. Oh hier, nee, hier fehlt noch ein bisschen was, habe ich übersehen. Und ich habe hier das Schild noch mal ein bisschen aktualisiert, damit kann man jetzt wenigstens ein bisschen was lesen. Es ist zwar noch nicht ganz so toll, aber besser als vorher auf jeden Fall. Ja. Ich habe in der Zeit die Pinguine eingepinselt. Kann ich euch auch mal zeigen. Genau, ich warte jetzt dann bei Milka, falls was passiert, oder bei Ellie. Eigentlich wollte ich alles anmalen, aber die sind so beschissen zu malen, dass ich habe mich nur aufgeregt. Ja. Jetzt habe ich nur die Schnäbel eingefärbt. Der Boss hat Türkis, meine Farbe. Dann der nächste hat Blau. Der nächste hat Orange. Der hier, das sollte grün sein, aber man sieht gar nichts, den mache ich noch gelb. Und der hier, der hat mit dem roten Lippenstift rumgespielt, der hat einen roten Schnabel. Und leider ist es auch ein bisschen unschön hier hinten geworden, also das sieht wirklich aus wie Joker. Gut. Das sind die Pinguine. Ich wollte eigentlich, wie gesagt,
bisschen anders einfärben, aber das kannst du vergessen. Das funktioniert überhaupt nicht. Und die Deckkraft von manchen Farben ist so zum Lachen oder eher zum Heulen. Also, ich weiß nicht. Schade. Könnte man mehr draus machen, wenn es besser funktionieren würde. Ja, vor allem schwarz. Ja. Okay, das war dann erstmal so ein Zwischenbruch. Und wir melden uns dann wieder, wenn Milka soweit ist. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao. So, da sind wir wieder. Milka kriegt jetzt auch gleich ihr Kind, was auch schon einen speziellen Namen bekommt. Ja, jetzt sollte sich nochmal jetzt hier auf die letzten paar Meter nicht so tun, ne? Nicht so anstellen. Da auch so einen dicken Bauch. Boah, Hammer, ne? Wie dick der Bauch ist. Müssen wir halt gleich mal gucken, wie der dann kleiner wird. Wenn es in echt auch so wäre, ne? Wenn es so schnell gehen würde. Zwillinge, Yay! sogar ein Pärchen Zwillinge. Ja. Hast du es denn schon benannt? Nein. Bambi ist ein Junge. Eben deswegen hat Bambi im zweiten Teil irgendwie eine Freundin. Ich glaube ja, aber keine Ahnung. Ansonsten. Hast du noch einen? Du hast doch alle Namen auf die Liste aufgeschrieben. Ja, nur die neuen noch nicht dazu gepackt. Das sind alles männliche Namen, das ist halt das Problem. Ich meine, wir haben zwar auch schon die Pinguine anders benannt, aber. Haben wir nicht Süß. noch einen weiblichen Namen? Lassen wir erstmal frei, würde ich sagen. Echt süß. Disable Wandering. Voll den großen Kopf. Mann! Und der So. Kleine hat schon so ein Geweih. Aber Hammer. ein Riesengeweih, wie die das rausgedrückt hat. Will ich gar nicht wissen. Halt, die folgen dir. Dann musst du rufen. Jetzt folgen sie beide mir. So. Ich werde nämlich wieder was machen. Mal sehen, ob das klappt. Komm mal her, Großer. Ja, geht eigentlich. Meinst du jetzt schon das Geweih an, ja? Ja. So, hier Ellie ist auch ein bisschen gewachsen. Aber nicht viel. Immer noch ein Baby. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die vom Trog fressen können, dann sind sie halbwegs sicher, wobei, ne, wir wissen ja nicht, manche, also wenn ich jetzt, ich sag nur das T-Rex-Baby, war auf einmal auch irgendwie weg. Genauso wie unser Dodigerus, der ist auch verschwunden. Und jetzt unsere eine Kuh ist auch verschwunden. Keine Ahnung. Ich habe keine Todesanzeige bekommen. Wie gesagt, wenn ihr wisst, dass es vielleicht auch gar nicht funktioniert, wenn man sich anmeldet, dass man dann die Todesnachricht bekommt, sondern die halt quasi einfach wegsterben, dann könnt ihr uns ja mal einen Kommentar hinterlassen. Und ansonsten würde ich sagen, warten wir jetzt nochmal, bis die ein bisschen erwachsener oder ein bisschen größer sind und dann sind wir wieder da. Genau. Bis gleich. Ciao. Ciao. So, da wären wir nochmal. Und zwar ist Ellie ein ganzes Stück gewachsen. Sie kann jetzt auch schon vom Trog essen. Bambi habe ich ein buntes Geweih verpasst, damit er zu den anderen, ja, nachher passt, wenn er groß ist. Und hier rennt noch jemand rum. Kannst mal sehen. Den habe ich gerade eben hergebracht. Dachte mir, ein bisschen Gesellschaft tut gut. Okay, der ist ja lieb, der macht da nichts. Eben. Ja, das wär's dann für diese Folge. Hoffe, es hat gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.